Inka, was haben Sie vor? Kleine Hafenerkundung. Toi, toi, toi. Ja, übrigens, ich habe schon eine Idee fürs nächste Jahr. Sahara-Durchquerung. Ja, meine Freundin ist bestimmt dabei, wie immer. Danke, ich melde mich, wenn ich wieder da bin, ja? Tschüss. Entschuldigung, ich habe Sie einfach zu spät gesehen. Ging mir auch so. Man rechnet im Hafen ja nicht mit Inlineskatern. Naja, aber ehrlich gesagt, Rollstuhlfahrer sind hier auch nicht so oft unterwegs. Ja, dann sind wir ja quitt. Ich bin übrigens Roland. Leicht zu merken, Roland, der Rollifahrer. Inka, die Inlineskaterin. Ciao. Ciao. Schatz, alles in Ordnung mit der Ausrüstung? Ich glaub schon. Dann können wir einchecken. Ich wünsche Ihnen eine schöne Reise. So, jetzt bin ich für Sie da. Herzlich willkommen an Bord. Ich bin Beatrice, die Chefhostess. Freut mich sehr. Thomas Altmann, das ist meine Mutter Irmgard, die übrigens während unserer Reise einen besonderen Geburtstag feiert. Ich glaube nicht, dass Beatrice das interessiert. Wieso nicht? Vielleicht kann sie deine Geburtstagsfeier vorbereiten. Ja, warum nicht? Wann ist es denn soweit? Ach, noch ein paar Tage Zeit und bitte so wenig Trara wie möglich. Hast du schon gesehen übrigens, das ist Broadleaf-Mahagoni hier unten? Ja. Unsere Reederei legt größten Wert auf Qualität und Verarbeitung. Ja, das sieht man. Das hört man auch. Sie verstehen was von Holz? Ein bisschen. Er untertreibt. Wir haben ein Sägewerk im Schwarzwald. Und mein Sohn führt den Betrieb in der 5. Generation. Er ist gelernter Zimmermann. Ich glaube nicht, dass Beatrice das interessiert. Oh, man weiß nie. Wenn die Zeiten mal schlecht werden, können Sie hier anheuern. Ein Schiffszimmermann wird immer gebraucht. Schöne Reise. Ja, vielen Dank. Raten Sie mal, wen ich im Schlepptau habe. Keine Ahnung. Ja, wenn das keine Fata Morgana ist, würde ich sagen, das ist meine Schwester Ellen. Jetzt, nachdem ich die Praxis verkauft und mich endlich zur Ruhe gesetzt habe, wollte ich doch mal sehen, wie dir deine Kapitänsmütze steht. Warum hast du nichts gesagt? Wäre es doch keine Überraschung mehr gewesen. Das tut dich mal auf meine Planken draußen. Mhm. Zumal du von hier der Meinung bist, mein Job besteht nur daraus, ein paar bunte Knöpfe zu machen. So, wenn ich geahnt hätte, wie lange du mir diese Bemerkung nachträgst, hätte ich sie damals bei unserem Weihnachtsessen zusammen mit der Ente runtergeschluckt. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Ach, Captain, ich wollte noch... Hast du schon unseren Schiffsarzt kennengelernt? Nein. Dr. Schröder, das ist meine Schwester Ellen Barner. Ehemalige Kollegin von Ihnen. Es freut mich. Freut mich auch. Ich will jetzt nicht länger stören. Also bis nachher. Ach, ich freue mich auf Neuengland und den unvergleichlichen Indien-Sommer. Dieses Farbspektakel und dann ein